zusammen. Hi. Oh. Gutes Näschen, Respekt. Was? Du hast doch bestimmt gerochen, dass wir hier gleich fertig sind. Ja, wir haben intuitiv schon 2 Portionen mehr gekocht. Sorry, Essen ist nicht. Ich muss die Hütte hier bis morgen Mittag abgeben und werde eh eine Nachtschicht einlegen müssen. Wenn du Platz brauchst, ich kann auch unten weitermachen. Quatsch, ich wollte dich nicht vertreiben. Ich mach's in meinem Zimmer. Ist echt kein Problem. Ich könnte eh einen Latte vertragen oder 2. Also, bis später. Tschüss. Ich wollte dich wirklich nicht vertreiben. Cool. Hast du das ganz alleine gemacht? Ja. Ja, voll stylisch. Guck mal, das Dach hier. Geil. Ja. Warum ist für euch Männer eigentlich immer das Äußere so wichtig? Zählen die inneren Werte denn überhaupt nicht? Du meinst die inneren Werte von dieser Pappschachtel? Weißt du, wie kompliziert es war, die Statik zu berechnen? Im Keller habe ich eine Sauna installiert und eine Wärmepumpe. Alle Außenwände sind schallisoliert. Im Wohnzimmer, da gibt es einen offenen Kamin und alle Räume, die haben eine Fußbodenheizung. Solche Dinge machen die Qualität eines Hauses aus und nicht ein stylisches Dach. Ja, ist ja gut, bleib mal cremig. David ist genauso. Oberfläche ist alles, der Rest ist scheißegal. Solchen Leuten kann ich echt nichts anfangen. Aber wenigstens habe ich das jetzt kapiert. Danke, Jungs. Was ist mit euch? Keine Idee, wie ich meinen Schnitzer bei Judith wieder gut machen kann? Nicht wirklich. Also, ich habe gehört, ein Obstkorb, der kommt immer gut an. Ein Obstkorb? Ja, Christian hat recht. Also, Vitamine sind immer gut, kann Judith auch gut gebrauchen. Ja. Äpfel, Bananen, Mandarinen und so. Ich weiß nicht. Ist das nicht eher was für Seniorenheim?